Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Let's Play Rogue Company. Heute sind wir wieder im Ranglistenmodus unterwegs und ich habe einen neuen Glitch-Skin, der meiner Meinung nach sehr, sehr schön aussieht. Okay. Aber zuerst muss man sperren. Aber doch nicht Saint. Saint zu sperren bringt doch absolut nichts. Also, vor allem Saint nimmt fast keiner mehr. Ich würde eher Sigrid sperren. Sigrid oder Lancer. Ja, okay. Ja. Gut, Lancer ist weg, das ist schon mal sehr gut. Und wieso Saint? Was kann Saint? Also, ach, apropos, hier der neue Glitch-Skin. Sieht sehr schick aus, finde ich. Wieso sperrt man Saint? Also klar, die Drohne kann Leute wiederbeleben, aber das ist doch... Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Vor allem, wieso sperrt man Saint? Sigrid wäre eine kluge Wahl gewesen, oder? Oder was haben die überhaupt für ein Team? Unsere Gegner haben Dallas, Talon, Chuck und Glitch. Gut, Glitch sehe ich ein. Sehe ich absolut ein. Chuck, ja. Talon als Angreifer, Und Dallas, ja. Das ist eine seltsame Teamkonstellation. Vor allem gibt es hier gerade keine Heiler. Weder wir haben Heiler. Zur Hölle kann ich noch leben. Oh mein Gott. Wie habe ich das überlebt? Yo, drei Eliminierungen. Okay. Ja gut, dann nehme ich die LMPX und die und das erste Upgrade von der Semtex und dann geht's wieder runter. Wow. Gut, das war gerade mehr Glück als Verstand, gebe ich gerne zu. Aber wir haben die Runde geholt und... Ich wollte einmal noch versuchen, da hinten auf den Kran raufzukommen. Das will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht hier probieren. Enemy spotted. Nice. Nein, nicht schon wieder. Ah. So, jetzt können Sie mal Ihre Fähigkeiten nicht einsetzen. Und das sollte es gewesen sein. Sehr schön, Chuck noch. Okay.
Okay. Oh nein. Ich bin erst davon. Das ist eigentlich kein gutes. Oh, yo, kein gutes Zeichen. Ich könnte. Ich müsste eigentlich die Waffe upgraden. Das wäre eigentlich viel klüger. Aber 25 extra Rüstung für eine brenzlige Situation sind halt doch ziemlich verlockend. So, hier. Da rechts auf den Kran, da kommt man hoch. Das weiß ich, dass man da hochkommt. Aber. Ich gehe mal. Okay, 2-2. Eine 2-2-Aufteilung. Scheint ganz klug zu sein. Okay. Das war unser Dima. Der ist hier. Oi, hallo. Ich wollte schon gerade sagen, der ist ja bestimmt irgendwo unterwegs und da war er auch. Ah, Glitch ist so gut. Glitch ist unglaublich. Und der ist zu Recht mein Main. So. Und dann. Nein, dann spare ich. Dann spare ich vielleicht auf Zähigkeit. Aber in erster Linie mal auf die volle LMPX. Rechts. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Nicht gut. Oh, verdammt. Der geht auf mich. Der geht leider auf mich. Und da war jetzt eine. Da war jetzt eine Blendgranate so richtig schön gewesen in der Situation. So, an deren Stelle würde ich das jetzt eiskalt nochmal versuchen.
Ah ja. Alle hier, alle hier. Ei. Bombe. Nein. Hängen geblieben. Ganz ruhig, verdammt. Oh, das ist nicht gut. Yes. Das wiederum ist sehr nice. Und das war's. Oh, wie schön. Oh, das war gut. Oh, Zephyr. Wer hatte... Ach, nein, hier. Nein, warte, 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 warte. Wer hatte Zephyr? Fähigkeit, ja. Ah, doch lieber das. Das. Wer hatte denn... Dallas hat kein Zephyr. Hat Chuck? Nein, Chuck hat... Chuck hat eine Semtex, oder? Ich meine, Glitch hat auf jeden Fall kein Zephyr. Talon? Hat Talon Zephyr? Das... könnte sein. Der hat auf jeden Fall, hier. Eine Blendgranate. Eigentlich ist es hier keine gute Position. Okay. Ein Glitch, aber das... Ein Glitch? Ist nur ein Glitch, okay. Der Radabfall ist es mir wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein, der belebt wieder. Ist er, da ist er. Und das war's. Sehr schön. Ah, Runde 6. Das heißt, eine ist noch offen. Und die eine Runde natürlich, in der wir verloren haben. In der einen Runde bin ich dann schuld. Eiskalt. Das ist so ungut. Naja. Oh, eine zweite Blendgranate wäre zwar schön, aber Zähigkeit... Weniger Schaden durch Sprengstoffe, das ist doch ganz schön. Vor allem, weil Talon anscheinend C4 hat. Das haut richtig rein. Gut, die Semtex fällt mir gerade so ein, ist natürlich auch ganz... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wenn wir Pech haben, rushen die, ja. Shit. Ah, verdammt. Verdammt. Oh, und das war eine verschmissene Semtex. Dieser war, die war so unnötig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Ich fürchte, unsere Gegner wissen jetzt, was unsere Schwachstelle ist.
Gut, aber ich nehme auf jeden Fall nochmal Glitch. Mit dem komme ich einfach am besten klar. Es ist einfach so. Mit ihm komme ich am besten klar. So, Trench. Ich sehe nicht so ganz, was uns Trench bringen könnte. Außer, wenn wir es schaffen, die Bombe zu platzieren. Weil dann kann er sie gut verteidigen. Aber sonst... Und ich nehme die Blendgranate. Ja. So. Wie sieht's aus? Erste Runde. Ich würde ehrlich gesagt gerne zu A gehen. Vielleicht durch die Mitte zu A. Das sehen meine Kollegen aber anscheinend nicht ein. Okay. Der ist hier irgendwo. Sehe ich. Oh nein. Da wäre jetzt eine Blendgranate richtig nice gewesen. Ah, oh, verdammt. Warum habe ich die Blendgranate geschmissen? Das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Wie sieht's eigentlich? Ich bin immer noch Erster. Ich will nicht zu B. Mein Kollege aber schon. Tja, na dann. Nein. Oh, yo! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich so megamäßig nicht gesehen. Verdammt. Und der hat keine Zweitwaffe. Nimm eine LMPX. Nimm doch eine LMPX mit, Junge. Ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Ganz ruhig. So, du hast alle Zeit der Welt und die Bombe liegt gut. Oh, Vorsicht. Ja. Oh je. Schade. Schade, aber das war gut. Das war gut. Das war richtig gut. Ja. So.
Jetzt habe ich 25 mehr Leben als bestimmt die meisten von denen. Oh nein, 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 nein. Ich nehme die Bombe nicht. Ich nehme die Bombe nicht. So, 25 mehr Leben als die meisten von denen. Wahrscheinlich. Also wenn sie es gekauft haben, aber dann, naja. So, kommt er hier rauf, ja. Oh, yo. Oh, nein. Er will jetzt ernsthaft. Okay. Kann ich die auch aufnehmen? Nein. Okay. Nein, 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 nein! Warum hat sie? Warum war die Rüstung nicht fertig? Verdammt! Sich aufzuteilen bringt nichts. Sich aufzuteilen bringt absolut nichts. Hier ist Schnelligkeit gefragt. Rein, planten, verteidigen. Und das dann bestmöglich durchgehend. Weißt du was? Boom. Enemy spy. Einer. What were you doing? Weg. Enemy move here. Nee. Let's go. Get up. Da kommt der von hinten, verflucht. Ich glaube, B ist eher der Ort, zu dem wir gehen sollten. Ja, doch. Doch, doch, doch. Enemy spotted. So, ich weiß, wo er ist, er weiß, wo ich bin. Patt-Situation. I'm planning the bomb. Bomb's active. Don't let them disarm it. Enemy spotted.
Und das war's. Perfekt. Wundervoll. Einfach wundervoll. Fantastisch. Und da hinten auf den Kran, da kommt man hin. Das. Dann eine zweite Blendgranate. Und dann die Semtex. Hallo, 5? Danke. Nein, was? Hier? 5? So. Nur so der Fakt, dass ich die Knöpfe nicht gleich finde, also das liegt daran, dass ich nicht auf mein Keyboard sehen kann, weil es zu einem Teil unter meinem Schreibtisch ist. Also ich habe hier so eine schöne Ablage, also ich habe hier eine Tischplatte, drunter ist eine Ablage. Ah ja. Verflucht, verflucht, verflucht. Nein, 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 nein. Oh. Oh, der war nicht gut. Er ist geblendet. Nein, 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 nein. Ah, und der hat die MXR. Das ist, die wird überschätzt, die wird total überschätzt. Die wird so massiv. C4. Enemies are on match point. That's a little low tech. Die MXR wird so überschätzt, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich habe hier eine Tischplatte, drunter noch eine Ablage, da liegt mein Keyboard drauf. Oh, oh, oh. Hm. Nein, nicht ins Wasser, du Idiot. So, das sieht nach einer A-Runde aus. Da lebt noch. Nein, 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 verflucht. Das war C4. Oder? Nein, das war die Minenfalle. Hm, und das war's. Ja, genau. Ey. Junge, das erste Match. Und ich bin schon. Aber das ist interessant. Anscheinend kann man nicht unter seinen Qualifikationsrang sinken. Das ist richtig interessant. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war's das von mir hier heute. Oh, ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.